Wilhelmer Brücke ist das Wahrzeichen der Stadt Erfurt und die längste Brücke Europas, die durchgehend mit Häusern bebaut ist. Sie wurde im 14. Jahrhundert errichtet und führt über den Breitstrom, einen Nebenarm der Gera. Im Mittelalter war sie Teil der Via Regia, einer der wichtigsten Handelsstraßen, die quer durch Europa führte. In der Mitte Deutschlands gelegen, ist sie heute ein Touristenmagnet und ein eigenes Dorf im Herzen der Erfurter Altstadt. Die Krämerbrücke ist heute sehr gut erschlossen und erforscht. Und sie ist in einem guten Zustand. Das hat sie auch dem Architekten Franz Bruns zu verdanken. Wenn es darum geht, ein Gebäude zu sanieren, ist es für mich auch so etwas wie eine Neuinterpretation. Und dabei ist es für mich sehr wichtig, dass man sehr behutsam damit umgeht. Zum einen, dass Denkmaleigenschaften auch bewahrt werden und zum anderen, dass Bedürfnisse der Nutzer auch berücksichtigt werden. Die Brücke ist baulich in einem steten Wandel. Der Architekt kümmert sich seit 30 Jahren um die Erhaltung und Sanierung der Häuser. Dadurch, dass ich so lange mit der Brücke beschäftigt bin, habe ich sicherlich auch der Brücke meinen Stempel aufgedrückt. Hier zieht bald eine neue Mieterin ein. 2 Jahre dauerten die Sanierungsarbeiten. Gut 50 Menschen wohnen auf der Brücke. Die meisten von ihnen betreiben hier auch ein Geschäft. Vorteil ist, wenn die Leute auch hier wohnen und arbeiten, dass halt eine hohe Identifikation da ist. Die Menschen leben hier wie in so einem kleinen Dorf. Menschen, die hier wohnen, müssen das besondere Flair mögen. Nur wenige Meter liegen zwischen den Häusern. Zu Spitzenzeiten laufen schon mal 5000 Touristen täglich über die Brücke. Doch als Wohn- und Arbeitsort ist die Krämerbrücke begehrt. Die Mieten auf der Brücke sind moderat. So können sich auch Künstler, Kunsthandwerker und Kleinunternehmer mit geringem Einkommen die Wohnungen und Geschäfte leisten. Das ist die Philosophie der Stadt Erfurt, der die meisten Gebäude gehören. Die Straßenmusik ist so, du spielst oft in normalen Fußgängerzonen, wo sehr viele Geschäfte sind. Die Leute haben es so eilig, haben alle ihre Taschen voll und sind im Shoppingrausch. Und die Krämerbrücke, alle Leute schlendern eigentlich mehr und schauen die kleinen Fenster, weil es überall so kleine Geschäfte sind, überhaupt keine großen Ketten. Das macht Spaß. Und die Akustik ist toll, ja. Und wenn die Leute gut drauf sind, und die Sonne scheint, was willst du mehr? Es ist fast so ein italienisches Feeling hier, ne? Die Krämerbrücke ist mit 125 Metern die längste vollständig mit Häusern und Geschäften bebaute Brücke Europas. Bögen mit Spannweiten von 4,80 Meter bis 7,80 Meter tragen die heutige Konstruktion. Sie ist lediglich 26 Meter breit. Knapp 6 Meter liegen als Durchgang zwischen den Geschäften. Die 32 Häuser verteilen sich auf beiden Seiten der Brücke. Hartmut Prima betreibt eine Bäckerei auf der Brücke. Bald möchte er hier auch leben. Die Wohnung über der Backstube ist seit Jahrzehnten unbewohnt. Viele Häuser sahen bis vor einigen Jahren noch so aus. Und? Ja. So. Okay. Hier sind wir denn? Oh, ne? Also, sieht ja alles ja nicht so schlimm aus hier. Ne? Aber, kann ein schönes Zimmer werden, ne? Ja. Eine Menge Platz ist. Wenn man das wirklich ausbaut. Man sieht es ja hier. Mhm. Gibt schon richtige Holzschäden, ne? Ja, ja. Die werden wir wahrscheinlich neu machen, ne? Muss man untersuchen. Ja. Es sieht so ein bisschen aus, als wenn das Insektenbefall ist und der ist dann, der scheint noch lebendig zu sein. Aber zählt immer noch, ne?
fällt uns nicht gleich auseinander hier. Ich gehe davon aus, dass es in vielen Häusern noch so Schätze gibt, die zu entdecken sind. Wobei auch das möglicherweise erst in 20, 30, 50 Jahren passieren wird, wenn an den Häusern was gemacht wird. Die Krämerbrücke verdankt ihren Namen den Händlern aus dem Mittelalter, auch Krämer genannt. Ihre Waren, den Kram, verkauften sie an die Reisenden, die die Brücke passieren mussten. Kram, das waren damals kleine wertvolle Dinge wie Gewürze, Edelmetall und Farben. Heute prägen erneut die Ladenbesitzer den Charakter der Brücke. Eine Stiftung vergibt die begehrten Geschäfte und achtet auf individuelle Konzepte. Rein kommerzielle Geschäftsideen haben hier keine Chance. So haben sich Menschen zusammengefunden, die auf besondere Art und Weise Handwerk und Kunst verbinden. Die Kunstgeschichtlerin und Restauratorin Rosana Minelli ist in den 90er Jahren aus Italien nach Erfurt gekommen. Sie hat sich auf das Blaufärben spezialisiert, eine alte Tradition in Erfurt. Ihr Atelier liegt direkt an der Krämerbrücke. Bin ich gespannt, ob da was wird hier. Die Farbe für die Stoffe stellt sie selber her. Jahrelang hat sie an der optimalen Rezeptur gearbeitet und sich ein ganz eigenes, individuelles Färbelabor aufgebaut. Was passiert beim Färben? Ja, ich muss dann auf jeden Fall eine gewisse Langsamkeit entwickeln. Da kann ich nicht in Bewegungen, dass zu schnell sind. Ich bin so gewohnt, dass ich 3 bis 4 Dinge gleichzeitig machen kann. Und das, die Färberei, geht dann nicht. Ich kann das nicht tun. Da muss ich mich wirklich konzentrieren und lernen. Das Blaufärben zählt zu den kompliziertesten Färbeprozessen. Denn die Farbe entfaltet ihre Intensität erst, wenn sie mit Luft in Kontakt kommt. Dieser chemische Prozess erfordert viel Erfahrung. Blau ist eine Farbe, die die Leute immer faszinierend hat. Eine magische Faszination hat er. Erfurt galt im Mittelalter als Stadt der Mitte, als Verbindung zwischen Ost und West. Die Via Regia, einer der bedeutendsten Handelswege, führte über die Krämerbrücke. Die Kaufleute mussten auf ihren Reisen von Moskau nach Paris die Stadt durchqueren und folglich auch das Nadelöhr Krämerbrücke passieren. In den folgenden Jahrhunderten wurde die Brücke immer wieder durch Brände zerstört und immer wieder aufgebaut. Sie war nicht nur eine Verbindung zwischen den Städten, sie war immer auch ein Ort zum Leben. Rosana Minelli ist nach der Wende nach Erfurt gekommen. Sie ist eine der wenigen Färberinnen in Deutschland, die ausschließlich blau färben und ausschließlich mit natürlicher Farbe. Vor den Toren Erfurts wächst die Pflanze, aus der schon seit dem Mittelalter Blau extrahiert wird, die Weidpflanze. Aus ihren Blättern stellt Rosana noch heute die blaue Farbe her. Eine ist sehr fein, sehr empfindlich, aber dann ist es Winterart, die kann ich schneiden, wächst wieder, sehr robust, braucht dann nicht unbedingt viel Wasser, also da brauche ich dann gar nichts zu machen, also der wächst von alleine. Im Mittelalter verdankte Erfurt der Weidpflanze seinen Reichtum. Der Boden ist sehr kalkhaltig. Optimale Voraussetzung für blühende Pflanzen. Von den Weidpflanzen hat die gesamte Region gelebt.
Landbesitzer, Samenhändler und Blaufärber profitierten von der gewinnbringenden Synergie. Heute wächst die Stadt in die Felder hinein. Erfurt boomt. Die Waldpflanze gerät immer mehr in Vergessenheit. Rosanna bewahrt mit ihrem Kunsthandwerk eine wichtige Tradition in Erfurt. In Erfurt trifft die Tradition an vielen Orten auf die Moderne. Chris und Michelle sind Parkourläufer und Freestyler. Sie überwinden Zäune, Geländer und Mauern, auch an der Krämerbrücke. Also man sieht die Stadt mit den Augen eines riesengroßen Spielplatzes, könnte man schon fast sagen. Ja. Und man sieht an jeder Ecke irgendwelche Möglichkeiten, was zu machen. Man entwickelt ein ganz besonderes Auge. Genau, wo andere einfach nur Geländer sehen, sehen wir eine Trainingsmöglichkeit drin. Wo andere nur Mauern sehen, sehen wir auch eine Trainingsmöglichkeit, wo wir uns lang beschäftigen können. Das macht halt einfach mega Spaß. Auf jeden Fall macht es Spaß, an der Krämer Brücke Parcours zu machen, weil wir die auch nutzen und einbauen mit in unsere Bewegung. Und da coole Tricks durchziehen, das macht schon echt. Das ist schon cool. Chris ist einer der besten Freestyler der Region. Er hat einen Verein gegründet. Inzwischen hat er 25 Mitglieder. Michelle ist schon als Kind an der Krämerbrücke balanciert. Hauptsache es hält, das ist wichtig beim Parcours. Man checkt immer seine Umgebung ab und wenn man denkt, es ist alles sicher, dann fängt man an, richtig zu trainieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass Parcours einem auch im sonstigen Leben weiterhilft, Hindernisse zu überwinden, die sich einem tagtäglich in den Weg stellen, weil man halt dieses Dranbleiben lernt und zu erleben, dass eigentlich kaum etwas unmöglich ist. Die Ägidienkirche in Erfurt. Sie wurde schon im 12. Jahrhundert als hölzerne Kapelle erwähnt. Nach der Zerstörung von Brücke und Kirche Ende des 13. Jahrhunderts wurde sie als steinerner Bau wiedererrichtet. Franziska Demmler ist hier seit 4 Jahren Pastorin. Ich reise viel. Und ich reise gern. Ich erlebe sehr gerne andere Kulturen und wie Menschen agieren, wo sie leben. Und das merke ich einfach, dass wenn die Krämerbrücke wie so eine Art Dorf ist, haben die Menschen einfach einen weiteren Horizont. Die ausgebildete Krankenschwester und studierte Theologin hat auf der Krämerbrücke ihre Berufung gefunden. Nur 42 Mitglieder hat ihre kleine, aber aktive Gemeinde im Herzen der Stadt. Bei uns in der Kirche habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie behaupten müsste als Pastorin. Auch mit meinem relativ jungen Alter. Ich merke einfach, ich bin angenommen. Aber ich sag meistens auch das, was ich denke. Für mich ist der Ort hier, auch hier Pastorin sein zu können, ist für mich ja auch so ein Weg in die Welt. Mit ganz unterschiedlichen Menschen ins Gespräch zu kommen. Auch mit den Menschen, die auf der Brücke leben. Das ist für mich ein Bild auch für Glauben und Leben miteinander etwas zu gestalten. Für die Menschen. Die Krämerbrücke hat in den letzten Jahrhunderten zahlreiche Brände überstanden. Sie hat dem Verfall getrotzt. Aus mancher Holzkonstruktion wurde ein Steingebäude. All diese Eingriffe haben ihr nicht ihren einzigartigen Charakter genommen. Mehr denn je ist sie ein magischer Ort. Pascal Graf ist eigentlich ein Morgenmuffel. Er steht trotzdem jede Nacht um 4 Uhr auf. Um 5 beginnt seine Schicht als Müllmann. Also Müllmann ist jetzt kein Schimpfwort für mich. Schön wäre es, wenn man mich Straßenreiniger nennt. Ich finde es jetzt auch nichts Schlimmes, irgendwie den Müll von den Leuten wegzumachen.
weil man gibt halt einen kleinen Teil dazu, zu dieser ganzen Sauberkeit in ganz Erfurt. Und das ist ja das Wichtigste daran. Und an den Geruch von dem ganzen Müll, da gewöhnt man sich dran. Pascal leert täglich 300 Mülleimer auf einer festgelegten Route in der Erfurter Altstadt. Seine Arbeit ist ihm liebgewonnene Routine geworden. Ich kenne die Krämer Brücke eigentlich in- und auswendig. Also ist wirklich Neues, kenne ich nichts. Meistens nur, wenn die Anwohner ein paar neue Blumen draußen haben. Aber sonst kenne ich eigentlich so gut wie jeden Stein. Nicht so schöne Momente hier auf der Krämer Brücke, wenn ich hierher komme und dann zerbrochenes Glas sehe vom Vorabend oder wirklich sehr viel Dreck, Zigarettenstummel. Das muss ja halt alles nicht sein und das verärgert mich ein bisschen. Aber dafür bin ich ja dann da, um das Ganze wieder sauber zu machen. Mir geht's nach so einem Arbeitstag eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Wenn man dann früh sieht, wenn die Stadt halt noch dreckiger ist und dann man wirklich nachmittags fertig ist, wie schön sauber sie ist, ne? Also dann hat man auf jeden Fall so ein glückliches Gefühl, ja. Auch Alex Kühn hat mit Kakao zu tun. Er hatte schon als Kind einen Traum, eine Konfiserie auf der Krämerbrücke. Vor 15 Jahren hat er sich seinen Traum erfüllt. Viele am Anfang gesagt, Schokolade, damit kannst du niemals deinen Lebensunterhalt verdienen. Und hat mich natürlich sehr motiviert. Und, aber noch mehr hat mich motiviert, dass wirklich viele mich unterstützt haben und wirklich auch gesagt haben, komm, mach das. Alex ist nach seiner Ausbildung um die Welt gereist und hat auf seinen Reisen das Kochen entdeckt. Ich habe mir lange gesucht nach etwas, was mich glücklich macht. Und Schokolade ist es dann geworden. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, wenn man eine gute Schokolade machen will, dann muss man das echt machen. Muss man das echt gerne machen. Weil ansonsten wird es keine gute Schokolade. Heute schickt er seine Schokolade in die Welt. Sie gilt als eine der besten Deutschlands und wurde vielfach ausgezeichnet. Die Schokolade an sich ist wie eine Konzentration des Lebens, des Glücks, sage ich ganz oft. Das heißt also, dass man genau dieses, all die schönen Dinge da zusammenfassen kann in eine ganz kleine Konzentration. Und das kann nur eine Konzentration dessen sein, was man dann weitergibt. Das ist sehr philosophisch, aber das dürfen wir nicht verlieren und dafür kämpfen wir hier. Alex hat inzwischen 70 Angestellte, 3 Schokoladenläden, ein Eiscafé und eine Konditorei. Aus einem Kindheitstraum ist ein florierendes Geschäft geworden. Genauso habe ich angefangen, habe die fertige Schokolade in eine Tüte gepackt, habe ein Stück Papier genommen, habe die Sorte draufgeschrieben und drauf gemalt. Das mache ich bis heute so. Jede Zeichnung, jede Illustration ist von mir, jeder Schriftzug. Und das ist mir auch sehr wichtig. Muss man noch mal jemand anderes malen, sonst singen die Leute, der malt nur sich. Die Krämerbrücke ist eine Art Paralleluniversum. Mutige Querdenker und kreative Individualisten haben sich hier zusammengefunden. Ein Krämer hat auf jeden Fall ein großes Herz. Ein Krämer macht es nicht einfach nur, weil er das wegen Geld macht, sondern der macht es, weil er sein Handwerk liebt. Das Feeling der Brücke ist nicht nur das Bauwerk an sich, was sehr schön ist, sondern sind vor allem auch die Menschen. Es haben mal Menschen gebaut, es haben Menschen erhalten und wir stecken da auch wieder mittendrin. Es wird in 300 Jahren stehen wieder Menschen da und sagen, das waren die früher, wir sind die von früher jetzt, ne?